Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, brachten meine Eltern mich öfter zu diesem Strandcafé in unserer Stadt. Es hatte einen Pool und das Café lag direkt am Strand. Die Familie, der das Café gehörte, waren enge Freunde meiner Familie, also verbrachte ich dort eine Menge Zeit in meiner Kindheit. Das Beste an dem Strand ist, dass es eine Menge Sand und ein Volleyballnetz gab, wenn man an dem Café und Spielplatz vorbeiging. Als Kinder spielten meine Freunde und ich immer dort. In einer gewöhnlichen Sommernacht spielten einige von uns im Sand, bauten Sandburgen und anderes Kinderzeug. Auf einmal hörte ich in den Büschen hinter mir Geräusche, genau dort, wo der Sand aufhörte. Ich sollte erwähnen, dass um den gesamten Ort herum Wälder waren, aber er war nicht groß oder so. Ich war ein braves Kind, also stempelte ich es einfach als Katze oder irgendein anderes Tier ab und spielte einfach weiter. Wie auch immer, als ich hochschaute, die jetzt leise waren und stillstanden, bekam ich Angst. Ich bemerkte, dass jedermanns Augen aufgerissen waren. Sie starrten mich an. Oder eher, was auch immer hinter mir war. Ich verfiel in Schock und ich dachte, ich würde gleich in Ohnmacht fallen. Ich fing an zu zittern und ich wollte mich nicht einmal umdrehen. Aber als ich etwas Kaltes am Nacken spürte, war es vorbei. Ich fing mit Hochgeschwindigkeit an, Richtung menschengefülltes Café zu rennen und meine Freunde folgten mir direkt. Dort waren wir 6 weinende Kinder, uns die Lungen aus dem Leib schreiend. Ich erinnere mich, wie ich mich endlich um meine Mutter klammerte und in ihren Armen weinte. Bald danach ertönten die Sirenen, gefolgt von Polizeiautos, die vorne parkten. Während die Erwachsenen mit der Polizei sprachen, waren meine Freunde und ich verwirrt. Ich weiß immer noch nicht, was hinter mir war, also fragte ich meinen ältesten Freund in der Gruppe, der 10 Jahre alt war und mit seinem Vater sprach. Es stellte sich heraus, es war irgendein irrer alter Kerl, der eine Frau überfallen und sie zu Tode gestochen hat, nicht sehr weit von hier. Meine Freunde erzählten, er tauchte hinter mir auf, lächelnd wie ein kranker Clown. Er hielt ein Messer und drückte es gegen meinen Nacken. Das muss das kalte Gefühl gewesen sein. Von da an hielt ich mich nie weit vom Café auf, wenn die Sonne unterging und zum Glück schnappten sie den Kerl.